Herzlich willkommen zur Party im Vault. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und wir tanzen hier ein bisschen in unseren Baracken mit Rose und Jacob, die bald Babys machen werden. Yeah, hat dein Vater Diamanten verkauft. Du bist makellos. Oh yeah, du bist so makellos, Schnecke. Oh yeah, ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid und die letzten Tage auch immer so zahlreich. Oh yeah, endlich sind wir alleine. Yo, das war's mit alleine sein. Ich hoffe, euch hat meine etwas andere Begrüßung erfreut und ihr habt nicht direkt wieder ausgeschaltet. Wir sind hier wieder bei Fallout New Shelter, Vault Nummer 21. Wir haben wieder von vorne angefangen, weil mein Handy einfach für den Arsch ist, der eine doofe Falle ist. Und ich deswegen mein iPad noch nicht habe, um eine ordentliche Vault mit euch gemeinsam aufbauen zu können, um uns professionell auf Fallout 4 vorbereiten zu können. So, in der letzten Folge haben wir schon zwei Launchboxen erhalten. Wir haben zwei neue Bewohner. Oh, haufenweise Frauen vor der Tür, krass. So, die alte, die ja die ganze Zeit mit dem Fahrstuhl hoch und runter juckelt, die schicken wir mal. Oh, was geht da ab? Was geht da ab? Seht ihr das? Geht ihr das? Oh, Baby macht Zeit. Er hat schon angefangen. Sie waren noch gar nicht um die Ecke und dann sind hier schon die Smileys in die Luft gesprüht. Woo! Jetzt Baby macht Zeit, yo. Ja. Nochmal kurz Erläuterung, warum wir einen neuen Vault haben. Mein Handy ist scheiße, DHL ist scheiße. Ich finde das Spiel einfach super geil und ich bin sehr dankbar, dass ihr trotz des dritten Neuanfangs von Fallout Shelter noch immer dabei seid. Und auch so fleißig bei New Vegas mit einschaltet. Das finde ich echt super, super klasse von euch. Ich freue mich da jeden Tag, wenn ich die Klickzahlen sehe, die Däumchen da oben, die Kommentare vor allen Dingen und ein bisschen mit euch da Konversation betreiben kann. Und auch hauptsächlich, es sind ja bisher nur positive Kommentare, das finde ich super. Und ich würde mich freuen, wenn das so bleiben würde und noch mehr wird. Also ich habe da richtig Spaß dran. Das freut mich einfach, so viel positive Rückmeldungen zu kriegen. Und vor allen Dingen ist das, glaube ich, auch schön für die Android-User, so ein bisschen was von dem Spiel mitzubekommen, weil ich habe gelesen und auch gehört auf Bethesda und Twitter, obwohl ich keinen eigenen Twitter-Account habe, dass es dort verkündet wurde, dass die Android-App noch Monate brauchen wird. Wahrscheinlich dann erst zum Release kommt. Und ihr dann wenigstens so ein bisschen einen Eindruck von diesem Spiel habt und wahrscheinlich euch sehr ärgern werdet. Das finde ich auch echt blöd, dass das so geregelt ist und die Apps nicht gleichzeitig kamen, weil ich weiß nicht, warum die das so machen, aber ist halt jetzt so. Und wir bauen mal eine kurze Baracke hier hin, damit wir die Leute reinlassen können. Ja, der Android-Markt ist ja eigentlich auch der größere Markt, weil ich habe irgendwie, gibt's nur Handys und Tablets, die so draußen sind, sind ungefähr Marktanteil 30% und der Rest ist Android und also ich glaube 60% ist dann Android und 10% dann noch Windows Phones und so ein Quatsch. Was ich auch nicht verstehe, warum das noch überlebt hat. Okay, jetzt haben wir einen Raum mehr gebaut, jetzt fängt schon wieder an zu ruckeln, das ist nicht cool. Jetzt machen wir erstmal die Launchboxen auf und gucken, was wir da so Nettes an Gimmicks drin haben. Und solange die Vault wirklich so klein ist, stürzt das Spiel auch nicht ab. Das ist erstaunlich. Mein Handy ist einfach viel zu alt. Ja, gucken wir uns die Karten an. Die pulsieren hier wild rum. Das ist schon mal sehr gut. 500 Kronkorken kann man immer gebrauchen. 50 Energie. Ein Ödland-Sanitäter-Outfit. Perfekte Sache. Und nochmal 500 Kronkorken. Ja, Hammer. So. Dann machen wir die zweite Box auch direkt auf, um uns erfreuen zu können an den Inhalt. Nahrung 50. Nochmal 100 Kronkorken. Yeah, eine Pistole. Und nochmal 500 Kronkorken. Das ist ja der Hammer, was wir hier zusammengekriegt haben. So, du bist hier vorne zugeteilt. Du kriegst die Pistole, falls Raider kommen. Oh, klasse. Das war eine Mission. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Dille. Dann rüsten wir unsere Räume mal so weit auf, wie wir können. Die Wasserbehandlung hauptsächlich. Da haben wir noch am wenigsten von auf Lager.
So, und den Strom pushen wir auch mal. Wir bauen jetzt nicht auf Quantität, sondern auf Produktivität. Und hoffen, dass wir so unseren Vault länger nutzen können, bevor mein Handy wieder den Geist aufgibt. So, aber die beiden lassen wir noch mit rein. So, du gehst auch noch da unten. Wir holen das Wasser ran. So, und du darfst auch mit einziehen. Fräulein. Okay. Ihr seid alle nicht sonderlich sowas. Oh! Oh, die nächste Babyparty geht los. Und da geht's los. Und es war der erste Crash mit der neuen Vault. Schon mal sehr ärgerlich. Aber kurz mal einen Schnitt gemacht. Zumindest im Bildtechnischen, dass ihr nicht meine ganzen Apps seht und Sachen, die ich da so auf dem Handy rumfliegen habe. Wir versuchen jetzt einfach nochmal neu zu starten. Denn ich denke, in diesem Stadium der Vault sollte das noch möglich sein. Black Screen. Ah, da geht's los. Bethesda Game Studios. Ihr hättet das Spiel ruhig ein bisschen auf ältere Geräte mit abstimmen können. Liebes Bethesda Studio. Ihr macht mich und sehr viele andere Leute sehr traurig, die ältere Geräte haben. Okay. So, warten wir mal auf dem Ladescreen. Fallout New Vegas läuft zurzeit noch. Witcher. Und ja, Evil Within Executioner. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Das ist so ein unglaublich cooles DLC, wo man einfach diesen Safe-Kopf spielt und einfach diese ganzen komischen Mongolo... Nein, das ist gemein. Zombie-artigen Mutantenwesen mit dem dicken Hammer zerklatschen kann. Ich habe leider erst zwei Folgen aufgenommen. Die erste Folge kam direkt am Release-Tag raus, die zweite schon ein bisschen danach. Nee, vor ein paar Tagen. Heute, gestern, Montag? Montag, genau, gestern. Raus. So, sagen wir kurz das ganze Zeug ein. Oh, da haben wir die Leute auch noch nicht reingelassen. Okay, gucken wir erstmal Sexy Time wieder zu. Das wird nochmal wiederholt und dann sammeln wir gleich das Wasser und das andere ein. Die Nahrung. Ups. Da hat sich das Bild gedreht. So, dann haben wir gleich die nächste Schwangere im Vault. Vault, Vault, Vault. So, Wasser, Nahrung. Die gute Frau bleibt in der Vault zum Verteidigen. So, ihr zwei kommt jetzt rein. Aber ihr bleibt nicht lange. Raum entriegelt. Woo! Daumen nach oben. Du darfst gehen. Erkunden. Und du gehst auch erkunden. Ich hab keinen Bock auf euch. Die eine Frau, die läuft ganz schön aggressiv mit ihrer Knarre durch die Vault. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Die soll nach vorne in den ersten Raum gehen und Wache schieben. Los, schieb Wache. So, Wasseraufbereitung ist auf höchster Stufe. Sehr gut. Aber irgendwie kommt da nicht richtig was bei rum. Sollten wir den Raum erweitern? Ah, ich habe da Sorgen, dass das Spiel dann nicht mehr läuft. So, da oben die Schwangere ist voll frustriert. Können die irgendwo produktiver arbeiten? Nö. Verzieh du dich mal nach da unten, schwangere Frau. Ich habe Sorgen, dass du sonst umgebracht wirst, falls Raider kommen. Und du kannst ruhig da oben bleiben. Wobei, geh runter, begleite deine Frau. So, die ist da. Da sind zwei am Arbeiten und das läuft alles soweit. Schauen wir mal unsere Quests rein. Noch läuft ja alles flüssig. Oh, für Wasser kriegen wir gleich so eine Box wieder. Das ist ja cool. Das ist heute die Box-Folge. Die Launch-Box-Folge. Und 100 Energie müssen wir sammeln. Irgendwie klappt das mit dem Wasserproduzieren nicht so richtig gut. Wir haben immer zu wenig. So. Die gute Frau bewacht das da. Was machen die draußen? Reicher Schnösel. 2 Schaden erlitten, 29 Erfahrungen erhalten.
Jetzt schon 13 Minuten unterwegs, krass. Hoffentlich finde ich den Weg zurück. Ja, toll. Meine Füße tun schon... Boah, Frauen, echt. Ich dachte, ihr seid hart im Nehmen und dann sowas. Unglaublich. Yeah, Stufe 2. So, ich glaube, die Box heben wir uns für die nächste Folge auf. Und was können wir denn jetzt noch so unternehmen? Wir haben noch Kohle. Eigentlich müssen wir das erweitern. Einfach die Wasserproduktion anheben, weil sonst wird das, glaube ich, echt eng bei uns. Riskieren wir es. Was haben wir noch freigeschaltet? Wasser, deine Aufbereitung, Generator. Nein, den will ich nicht bauen. Den Lagerraum haben wir freigeschaltet. Krankenstation. Ja, das sind alles so Sachen, die wir eigentlich bräuchten, um draußen uns umsehen zu können. Aber all diese Räume ziehen halt die Performance von meinem Handy auch in den Keller. Ah, und eigentlich müssen wir den Raum direkt auf frei produzieren, sonst... ist es ineffizienter. So, auf Stufe 2 kriegen wir ihn auf jeden Fall noch und das restliche Geld behalten wir erstmal. Weil ich glaube, das nächste Upgrade kostet auch 750 Kronkorken. So, wir schauen mal sonst hier rein, was da so abgeht in der Wasseraufbereitung, ne? Bester Job aller Zeiten. Finde ich gut, dass er dir so sehr gefällt. Oh, jetzt läuft das auch besser mit der Wasseraufbereitung. Die putzt einfach nur die ganze Zeit den Tisch und Veronique schreibt ihre Notizen. Ja. Nochmal zum Thema Abstürze bei World. Habt ihr das Problem auch? Beziehungsweise mit welchem Gerät spielt ihr das Spiel und habt ihr diese Probleme auch? Also ich habe ja ein iPhone 4S und ab einer bestimmten World-Größe rotzt mein Handy so rum und stürzt ab, dass es nicht mehr feierlich ist. Die anderen beiden Walls, die ich bisher hatte, sind so groß geworden, dass mein Handy die gar nicht mehr laden kann und einfach unter der Last, die er offensichtlich zu berechnen hat, zusammenbricht. Ich habe die Frage leider nicht mitbekommen, weil ein Nilpferd auf jeden Fall. Will sie als Haustier hier in der Vault haben, oder? Das geht aber gar nicht. Das ist zu groß. Gute Frau. Hey, hast du gehört, worüber die sich gestern Abend unterhalten haben? Nein, aber das ist in Ordnung. Im Gegensatz zu anderen Leuten tratsche ich nicht rum. Da bin ich mal gespannt, als nächstes kommt. Na, nichts mehr zu dem Thema. Wenn du draußen ein Wahrzeichen besuchen könntest, welches wäre es? Dieses riesige Voltneul. Das wollte ich schon immer mal sehen. Oh Gott, wo ist denn dieses Voltneul? Ich glaube, bei Sam & Max Hit the Road damals gab es das auch schon. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, das ist ein uraltes Adventure-Game. Das war sehr cool. Vor allen Dingen, ich habe Sam und Max, vor allen Dingen Max geliebt, den Hasen, diesen verrückten, total geistesgestörten Hasen. Der war so unglaublich cool mit seinem üblen Humor, den er an den Tag gelegt hat. Das war einer der Knaller meiner Kindheit. So, was haben wir in Mission? Rüste einen Bewohner mit einem Outfit aus. Machen wir das doch mal. Jakob Burks, dich kenne ich gar nicht. Wo kommst du her? Da war doch P angesagt. Nee, A. Dann ist hier P angesagt. Bam. Wasserproduktion gesteigert. So, und noch eine Box. Das läuft ja. Sammle Wasser, sammle Energie, verkaufe eine Waffe oder Outfit. Ja, wenn die da draußen im Ödland irgendwas finden, können wir das tun. Wir haben ja bisher nur eine Waffe und ein Outfit. Und was machen die Leute hier draußen so? So. Er erleidet auf jeden Fall nur Schaden, der Schnösel. Hey. Beide zwei Kronkorken gefunden. Toll. Das bringt uns alles nicht sehr viel voran. Die Akro-Tante steht da und wartet auf Besucher. Bam.
Okay, da produziert die Tische. Da oben wird auch fleißig geackert. Wasserproduktion hat sich auch eingepegelt. Sehr schön. Das läuft ja alles schon mal sehr gut. Worüber könnten wir noch so quatschen? Hm? Erzählt mal was. Ja, ich bin immer noch ganz hin und weg von euren ganzen positiven Feedback und Kommentaren und Likes und Aufrufen für die Fallout Shelter Videos und auch für das Fallout New Vegas Let's Play. Ich bin da wirklich unglaublich begeistert. Ich bin so positiv überrascht, dass das so gut bei euch ankommt. Da geht mir das Herz auf und freut mich wirklich sehr. Weil ich habe auch Sachen wie The Witcher gespielt und so Zeug. Oder spiele ich ja auch noch, weil ich bin da noch lange nicht durch. Ich habe da schon so viel Zeit drin investiert, glaube ich. Und ich sehe einfach kein Ende, aber es macht unglaublich Laune. Genauso wie Fallout Shelter und New Vegas jetzt, wo ich damit angefangen habe. Auch wenn die Grafik etwas älter ist, das ist überhaupt, das ist halt schön trotzdem. Genauso wie ich Final Fantasy 7 angefangen habe, zur Hälfte glaube ich jetzt bin. Aber leider keine Zeit finde, weil es einfach zu viel ist, was ich gerade mache. Da ich auch noch Arbeit habe und Privatleben und dann noch mein Hobby hier YouTube. Was mir wirklich sehr viel Freude bereitet, vor allen Dingen da, wo jetzt immer mehr Feedback von euch auch kommt. Das ist einfach toll, das so mit euch wachsen zu sehen. Dank euch ist das wirklich sehr schön. Ich denke auch, dass ich das angekündigte Gewinnspiel mit den 700 Abonnenten auch machen werde. Aber wenn es so schnell wächst, wird das schwierig mit dem Umsetzen. Aber es wird eins geben. Ich glaube, ich mache einfach schreibt mir in die Kommentare, teilt das Video, irgendwie sowas würde ich dann machen. Da werde ich ein extra Video zu machen. Und dann auch genauer erläutern, worum es geht oder und beziehungsweise was es zu gewinnen gibt. Es wird auf jeden Fall in Richtung Star Wars gehen und man kann sich damit bekleiden. Damit sage ich eigentlich schon alles. Wenn ihr eine Idee habt, was es sein könnte, schreibt es mir in die Kommentare. Wir dödeln hier ein bisschen durch unsere Vault und sammeln so ein bisschen Ressourcen zusammen, um die einzelne Mission zu beenden, die wir haben. Die Launchbox machen wir in der nächsten Folge auf. Waffe oder Aufwärts verkaufen. Ich wäre echt dafür, dass die da draußen mal was finden. Und ich wurde auch gefragt in einem meiner anderen Videos, unter einem meiner anderen Videos. Oh Gott, war das schwierig. Ich quatsch schon wieder so viel. Wie lange so eine durchschnittliche Schwangerschaft von den Vault-Bewohnern dauert? Ich glaube, es sind 6 Stunden. Da kann ich mich aber auch stark täuschen, weil ich kontrolliere das nicht so, aber ich denke schon, dass es ein bisschen dauert, weil ich habe noch nie so, ich glaube, das längste, wo ich mal am Stück gespielt habe, war wirklich eine Stunde und da waren auch Schwangere bei und die wurden, haben nicht gebärt, sage ich mal, beziehungsweise geworfen. Das klang jetzt nicht korrekt, aber die haben nicht geworfen und ähnliches. Daher denke ich, es werden 6 Stunden gewesen sein, bis das dann soweit war. Ich bin auch erstaunt, dass noch kein Raider-Angriff stattgefunden hat. Das passiert ja in der Regel recht schnell. Nur heute nicht. Das finde ich sehr angenehm, da hier oben auch sehr viele Schwangere arbeiten. Okay, Reaktorraum. Da unten sind noch Baracken. Die gute Frau ist auch. Alle sind schön beschäftigt. Uns geht es auch allen gut. Ja. Und ich glaube, so langsam kommen wir auch schon wieder ans Ende der heutigen Episode. Ich spiele zurzeit etwas ruhiger, um mehr Folgen mit einer Wall zu produzieren, da mein Handy sehr leistungsschwach ist. Ich glaube, ich wiederhole das sehr oft, es tut mir leid, aber mein Handy ist halt voll blöde. So ein altes iPhone 4S, das habe ich auch schon seit Release damals in meinen Vertrag geholt und seitdem kein neues geholt, weil ich das irgendwie die Neuerung nicht mehr so gerechtfertigt fand und habe mir jetzt bezüglich auch meines Jobs ein iPad Air 2 bestellt und hoffe, es kommt an. Ich warte schon jetzt über eine Woche drauf. Der L streikt. Ist scheiße. Ich würde gerne mein iPad kriegen. Der L, wenn ihr zuseht, bringt das blöde Ding endlich her. Ich bin traurig, weil ich es noch nicht habe. Und mit
meinen werten Zuschauern kein vernünftiges Fallout Shelter Let's Play machen kann. Und danke an euch, die trotz so fleißig dabei sind, zuschauen, kommentieren, liken. Ich finde das super von euch und würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung zu dem Spiel auch in die Kommentare schreibt oder zu anderen Sachen und zum Streik von DRL, dem blöden Biesels. Das ist so ärgerlich, dass mein iPad so lange auf sich warten lässt und ich nicht vernünftig mit euch Fallout Shelter spielen kann, wo wir eine riesige World aufbauen können mit 1 Million Leuten und dann mit unserer World, keine Ahnung, einen Wolkenkratzer bauen. Oder sowas. Nach unten, natürlich. Nach oben ist Erdkernkratzer, müssten wir es dann nennen, so. Bis kurz vor ein Erdkern gebaut. Vielleicht kriegen wir das ja hin, wenn das iPad da ist. Oder vielleicht auch, keine Ahnung, wenn ich das iPhone auf schwarz-weiß stelle. Ob das was bringt? Ob das Leistung steigert, wenn wir die Farbe rausnehmen? Muss ich mal ausprobieren. Na schön. Ich verabschiede mich aus der heutigen Episode. Wir haben 70 von 100 Wasser gesammelt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Lasst mir doch am besten ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Vielen, vielen Dank für das fleißige Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ich finde das toll von euch, dass ihr so fleißig dabei seid. Und hoffentlich bis morgen. Haut rein. Ciao.